Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin extra nach hinten gefahren gerade, damit der Thomas nicht wieder mein Intro crasht und den Steve ersetzen muss. Ja, wir sind heute am Flowtrail Siegen und ich bin super gespannt, denn ich nutze das Ganze heute ein bisschen als Enduro-Training und als Härtetest für die Maxis im Matsch, denn Appel. Wie ihr seht, überall Schnee. Ja, wir radeln jetzt mal hoch und dann gucken wir mal, wie viele Abfahrten ich schaffen kann auf dem Talk hier. Let's go. Schon mal zum Warmwerden. Erster Uphill fast geschafft. Herr Thomas ist so eine andere Strecke hochgefahren, die kann ich noch gar nicht und da spart man sich ein gutes Stück von dieser steilen Auffahrt. Ja, übrigens, der Flowtrail Siegen hat ab diesem Wochenende sozusagen auf, aber wie ihr seht, Winter Wonderland. Ich bin gespannt, lange nicht mehr im Schnee gefahren und eigentlich hatte ich mich echt schon nach dem letzten Wochenende ziemlich stark auf Sommer eingestellt. Wir sind am Start, dann machen wir die erste Abfahrt. Ja, die zwei Doubles sind aber neu. Ja, schon rutschig. Das war aber direkt ein starkes Warm-up. Ja, das ist noch besser. Und so. Oh, meine Beine, ey. Thank you.
Ah, Junge. Wie ihr vielleicht schon beim Thomas auf dem Kanal gesehen habt, hat er ein neues Bike am Start. Und ich freue mich ja immer, neue Bikes zu testen. Und deswegen habe ich für die nächste Abfahrt, wo ich eigentlich ja Enduro trainieren wollte, mal das neue Specialized Levo vom Thomas bekommen. Und ich muss sagen, auf Thomas seinen Fahrrädern fühle ich mich normalerweise immer sofort wohl. Und bei diesem Bike, naja, seht einfach selber. Hast du gesehen, der hat abgekürzt. Ich muss sagen, durch den kleinen Rahmen finde ich die 29 Zoll Räder gar nicht so schlimm. Beim Fokus. Der Sattel stört dich jetzt vielleicht ein bisschen. Ja, der ist halt ein bisschen aber hoch. Also vom Handling her ist das Bike, man merkt, vergisst fast, dass man auf dem E-Bike sitzt. Also fast. Ja. Ne? Man merkt nur, dass halt hier unten am Motor ein bisschen Gewicht ist. Ja, ich finde die Kurven eigentlich ganz geil. Ja. Also eine Sache muss man dem Levo auf jeden Fall lassen. Es ist einfach wie aus einem Guss. Also am Fokus, da klappert ja so einiges. Aber bei dem Bike hier, da tut sich irgendwie gar nichts. Außerdem habe ich mich, abgesehen vom Fahrwerk und dem zu hohen Sattel, auch wenn er ganz unten ist, schon ziemlich schnell wohlgefühlt mit dem Bike. Und auf dem letzten Abschnitt lief das Ganze dann auch schon ziemlich gut. So Leute, der Thomas ist jetzt weg. Für mich geht es jetzt weiter hoch. Es geht schon ganz gut, auch mit dem matschigen Untergrund, dem Schnee. Aber so ein Dirty Dan wäre mir doch lieber gerade. Ja, aber es ist echt ein guter Trainingsspot fürs Enduro-Rennen. Da kommen die E-Biker. Alleine weiter hoch. So, jetzt aber endlich mal eine zweite Abfahrt mit dem Torque und nicht direkt aufs Levo umgestiegen. Aber es ist ein geiles Bike. Wäre nicht meins ganz, aber auf jeden Fall geil. Scheiße. Ah.
Du fährst außen. Alter, das Stück hier. Echt kein Spaß. Richtiges Enduro-Trade-Passagen-Ding hier. Das ist ätzend. Alter! Das ist auch. Aber das fahre ich auch nicht nochmal. Oh. So, dritter Uphill. Ist schon knackiger jetzt, aber das Schlimmste sind die Sprintpassagen auf den Trails. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel ihr sehen könnt, weil es ist mal wieder alles zugematscht. Ich meine, ich habe sie auch schon ein bisschen vermisst, ne? Also so das Fahrrad nach dem Fahren nicht immer komplett reinigen zu müssen, nicht immer komplett neue Klamotten mitnehmen zu müssen. Das war schon ein bisschen komisch, deswegen ist es schon gut, wenn es jetzt wieder matschig wird. Aber ja, diese Sprintpassagen, das ist das Ding, was mich so ein bisschen ja anstrengt. Was heißt bisschen? Komme ich schon ziemlich außer Puste. Aber ja, das Rennen ist ja noch ein bisschen hin. Das heißt, ich denke, ich werde sowas wie hier Flowtrail Siegen öfter besuchen, weil es einfach echt gut ist zum Trainieren. Alles da, was ich brauche, und der Spot ist nicht so weit weg. Also fahren wir noch mal hoch und dann noch mal die Abschnitte. Ich würde eigentlich ja gerne noch mal ganz runter fahren, aber ich glaube, da wird gebaut. Das sah zumindest auf Instagram so aus und es ist einfach noch nicht fertig. Und ja, bis gleich, Leute. Ah, Leute, ich meine, das Enduro-Rennen ist eine nette Herausforderung, aber ich freue mich, wenn ich nicht mehr Ausdauer trainieren muss danach. Und so Spots hier einfach nur zum Spaß mit dem E-Bike besuche. Sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich meine, Uphillfahren, vor einem Jahr wäre ich hier niemals hochgefahren. Ihr habt das Video gesehen, ich war vor einem Jahr hier und bin einmal hochgefahren und das war's. Und dann war Feierabend. Das heißt, ich habe zwei Abfahrten gemacht. Naja, jetzt gleich Runde 3. Guck mal, ob ich den Double diesmal schaffe, ohne über die Kurve. Die runterkommen. Das wird sonst nervig.
Ach Gott, viel zu langsam. So, wir haben uns jetzt doch entschlossen, einmal die anderen Dinge hier anzugucken, zu gehen, anderen Abschnitte, weil die Strecken hier unten sind so kaputt gefahren mittlerweile, das macht einfach keinen Spaß mehr, kriegst gar keinen Speed mehr. Mein Fahrrad wiegt jetzt auch bestimmt 18 Kilo. Fühlt sich jetzt schon so an wie das Focus fast. Ja, wir gehen jetzt mal hier den Uphill Trail hoch und dann gucken wir mal, was wir da noch finden. Enduro Training habe ich auch echt, ehrlich gesagt, keinen Bock mehr drauf für heute. So, Sattel runter. Ja, leider ist der obere Teil hier gesperrt, obwohl das eigentlich, finde ich, mit der spaßigste Teil ist, weil man relativ schnell immer wieder hochschieben kann und dann ein paar Drops, Sprünge machen kann. Es gibt Blau und Rot für Anfänger und Fortgeschritten. Eigentlich ist der Spot hier richtig geil, vor allem im Sommer knallt hier die Sonne richtig drauf und das ist immer richtig schön. Aber ja, ich glaube, weil unten die Holzelemente vom Sturm in Mitleidenschaft gezogen worden sind, ist das noch zu. Und deswegen geht der Basti jetzt gerade gucken, ob unten der letzte Part offen ist. Und sonst müssen wir was anderes fahren. Ja, alles gut. Irgendwas Rutschiges erwischt. Du hast ja die Mattschreifen schon runtergemacht. Ja, die Maxes sind drauf. Was? Ja, irgendwas. Puh. Wir fahren jetzt mal hier. Der Abfahrt jetzt. War keine Experimente mehr. So Leute, ist die GoPro ausgegangen. Auf der letzten Abfahrt. Habe ich euch eben natürlich nicht gesagt, dass es die letzte Abfahrt ist. Aber ich bin auch so schon wieder fast gestürzt. Also ich glaube, es wird eine Herausforderung, beim Enduro-Rennen noch die Energie, Konzentration zu haben für die Abfahrten, wenn man den Uphill hinter sich hat. Und ich merke, ein bisschen mehr Training könnte auf jeden Fall nicht schaden. Ja, wir radeln jetzt nochmal hoch, aber nur zum Auto und dann war's das. Ja, mir bleibt gar nicht mehr viel zu sagen. Wie war denn das Auto? Kuscheln. Kuscheln, ja. Mach doch ein bisschen Atem. Ah, genau. Genau. Ja, genau. Ja, es gibt nämlich ein neues Outro, das kommt nicht von mir, das kommt vom Sender Steve
Und wir werden das jetzt versuchen zu etablieren. Mal gucken, ob das funktioniert oder nicht. Aber naja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Geht ein bisschen kuscheln und wir sehen uns dann auf dem Trail beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ach ja, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Ne? Daumen nach oben. Ne? Und sonst dürft ihr euer ganzes Leben lang nur noch Uphill fahren. Macht's gut. Geht kuscheln. Schönen Abend auf dem Trail beim Kuscheln. Ach Leute, ich rede nur noch Scheiße, weil mir voll langweilig ist beim Uphillfahren hier. Michi hat sich fast aufs Maul gelegt beim Uphillfahren. Ich fährt immer sicher bergab, aber berghoch immer schwer. Macht's gut.